Tag Leute, Beta hier. Willkommen zu meinem neuen Let's Play. Wir zocken Resident Evil HD Remaster, die mittlerweile dritte Version vom allerersten Resident Evil Teil. 1996 für die PS1 gekommen, 2002 die GameCube Version und jetzt die, ich will nicht sagen endgültige Version, weil ich keinen Plan habe, was Capcom noch so in der Zukunft rausbringt, aber auf jeden Fall die neueste Version. Brandneu und doch nicht so neu, denn storymäßig werden keine großen Sprünge gemacht, basiert natürlich auf der Story vom allerersten Teil, dann doch eher auf der 2002er Version, wenn wir uns die Karte anschauen. Ich würde sagen, lasst uns einfach direkt anfangen, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da auf uns zukommt. Resident Evil. Dass man auch ja nicht vergisst, dass der Großvater des Survival-Horrors auch noch drauf hat. Anzeige, Breitbild, werde ich auf jeden Fall machen, Steuerung, Modern, werde ich auch auswählen. Original ist die Steuerung aus dem ersten Teil, die Panzersteuerung, egal wie der Charakter steht. Nach oben ist immer nach vorne laufen. Ich nehme dann doch eher die angepasste Steuerung. Untertitel lasse ich natürlich an. Und dann stellen wir uns die Frage, wie sollte ein gutes Spiel sein? Wie Bergsteigen? Erfüllend, aber eine Menge Arbeit. Wie Wandern? Das Ziel kann ohne Strapazen erreicht werden. Wie ein Spaziergang? Man kann entspannt den Tag genießen. Es ist dann doch eher die Seifenteddy-Version. Ich glaube, ich nehme die goldene Mitte. Eine Runde Wandern gehen ist nicht schlecht. Ich will ja nicht so heftig auf den Sack bekommen. Und dann wählen wir uns noch unseren Charakter aus. Wie im Original schon Chris Redfield. Oder Jill Valentine, was ich extrem geil finde. Sie haben nicht nur das Stars-Outfit, sondern auch das neue BSAA-Outfit hier im Spiel. Genauso für Chris, der Alte oder der Buffte. So, aus Nostalgiegründen werde ich natürlich mit Jill spielen im Original-Stars-Outfit. Jill hat den Vorteil, sie hat 8 Inventar-Slots, während Chris nur 6 hat. Sie hat einen Lockpick. Chris hält aber um einiges mehr aus als sie. Er kriegt einen Flammenwerfer, sie kriegt einen Raketenwerfer. So, jetzt kann man diskutieren, was besser ist. Chris ist, denke ich mal, der schwerere Durchlauf, einfach wegen den geringeren Inventarplätzen. Und man kann nicht so wirklich noch kleinere Goodies oder mal, oh, ich nehme noch ein Kraut mehr mit, falls es schief geht. Das geht bei ihm absolut nicht. Kann man bei ihr schon mal machen. Und ich würde sagen, lasst uns anfangen. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City. Where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo Team was sent in to investigate. But we lost contact. Look, Chris! Bravo Team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members. And it turned into a nightmare. This way.
Willkommen im Überlebenshorror. Ein Satz, der ein Genre definiert hat. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry and myself. We don't know where Chris is. Also gerade war er noch neben dir. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Klingt nach einem Plan, Chief. A dining room. Da hat er nicht gelogen, der alte Barry. Okay, haben wir direkt mal Farbband rumliegen. Nice. Nehmen wir direkt mit. Hier eine Schreibmaschine. Wie gesagt, die stand im allerersten Teil auf der PS1 auch nicht. Aber in der GameCube-Version. What is it? Blood. Jill. See if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Das hofft doch keiner. Aber ich habe so gehofft, den Satz zu hören. Gott, habe ich den Satz vermisst. Okay, nein. Wir hoffen natürlich nicht, dass es Chris' Blut ist. Und wir gehen erstmal hier weiter. Ein bisschen investigieren gehen und schauen, was hier so geht in dem Haus. Und vielleicht den Kerl beim Abendessen stören. Das klingt nach dem Plan. Die ikonische Szene, verdammt nochmal. Oh Gott, ich lauf. Ich will keine Ammo vergeuden. Man kann einfach reinlaufen und Barry kümmert sich dann schon um unseren Zombie-Freund. Mit einer Riesenwumme. Barry! What is it? Look out! It's a monster! Let me take care of it! Nice! What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Das ist eine gute Idee. Holy crap, mit seiner Riesenwaffe. Heilige Scheiße, die ist größer als sein Kopf. Jesus, na gut. Lass mal zurück zu Wesker gehen. Dem mal Bescheid geben, dass jemand den Kopf verloren hat. What? Oh, komm schon. Wie er einfach nicht tot bleiben kann. Aber nein, ich muss doch tanzen. Ja, dann viel Spaß. Wesker! Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Okay, schau mal. Ist er nicht allzu groß? Zwar relativ verwinkelt, aber wenn er hier drin sein sollte, dann hätte er das eigentlich gehört. Aber wir machen es trotzdem. Wir machen es trotzdem. Barry will gucken, wir gucken. Reg mal hier unter die Treppe. Gibt es nämlich auch ein Türchen, das es in der PS1-Version nicht gab. Nein, ist auch nicht da. Ist auch nicht da. Also verstecken hat er schon drauf. Hier vielleicht noch irgendwie. Nicht wirklich. Wäre auch ein bisschen weird, weil die sich nicht wirklich blockiert ist. Ich kann sagen, Barry steht nur rum. Sagt, ey, wir sollten echt mal in der Halle gucken. Und dann guckt er halt wirklich nur und bewegt sich nicht. Ja, wenn Barry was sagt, dann macht es auch. Okay, was soll ich da noch schauen? Was ist denn hier meine Aufgabe? Ah, okay. Das reicht. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately.
I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh! I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Sehr schön, Dietrich. Thanks. I may need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Yep. Hat aber gelogen. Ich gehe nicht da lang, ich folge dir einfach mal. Wir zahlen erstmal zu unserem Kollegen zurück, der da genomst wurde. Schauen wir, was der so dabei hat. Okay, die Uhr ist da. Da haben wir das Bild mit dem Hinweis. Ein Bild von zwei Rittern im Kampf. Das kurze Schwert steckt in der Brust des einen Ritters. Das lange Schwert hat den Kopf des anderen durchbohrt. Aber ich liebe der Grüne, wenn ich ganz ehrlich bin. Schwert durch den Kopf ist irgendwie nicht so angenehm. So, das Wappen hier können wir auch mitnehmen. Objekte untersuchen braucht ihr mir nicht erklären, ist okay. Kann man sich natürlich im Inventar dann nochmal ein bisschen genauer anschauen. Bei den Schlüsseln zum Beispiel ist auf der Rückseite immer eingraviert, was für ein Schlüssel es ist, weil am Anfang ist es einfach nur ein Herrenhausschlüssel. Und dann können wir noch ein bisschen differenzieren anhand vom Symbol, was auf der Rückseite ist. Die Leiche ihres Kameraden Kenneth. Anscheinend hält er was fest. Kenneths Film. Das ist der Film, der Kenneth gehörte. Ich brauche einen Videorekorder, damit ich ihn ansehen kann. Okay. Okay. Ihm ist scheinbar, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Keine Ammo mehr. Okay. Hat hier keine Ammo dabei. Na gut. Dann eben keine Munition für uns. Wir haben, glaube ich, nur die 15 Schuss, die wir in unserer Pistole haben. Und sonst nichts weiter. Habe ich recht? Ja. Ein Messer. Gut, okay, aber komm schon. Wann war ein Messer schon mal eine gute Idee? Das sieht schon nice aus. Also texturenmäßig haben sie definitiv noch was gemacht. Direkt mal ein Magazin rum. Man muss sich nur aufregen, dann hört da irgendjemand auf einen. Ja, schätze dann. Der sah auch mal frischer aus, glaube ich. Das gute Kraut. Auch noch einen Sacken, bevor wir hier weitergehen. Ich hoffe zwar, dass ich es in absehbarer Zeit nicht brauchen werde, aber es ist immer gut, was dabei zu haben. Juch, Gottes Willen. So, dann gehen wir mal direkt hoch. Keine Ladezeiten bei den Treppen, ist nicht wunderbar? Gut, in dem Bereich gab es auch eine PS1-Version nicht. Und in der GameCube-Version gab es hier auch keine Ladezeiten. Jo, schätze an. Ich nehme dann mal das hier an mich. Und will ich überhaupt da lang? Oh shit, da liegt noch mehr Gras rum. Kraut. Was auch immer. Was bist du für ein Fetti? Holy shit. Mit der Halbglatze. Der will wahrscheinlich nicht mein Fleisch, sondern meine Haare haben, so wie der aussieht. Oh, komm schon. Was das jetzt, oder? Ah ja, er blutet. Okay, das ist immer auf jeden Fall ein Indiz, dass es funktioniert hat und er jetzt tot ist. Wie gesagt, in dem Teil gibt es auch die Crimson Heads, die Super-Zombies, nenne ich es jetzt mal, die wieder aufstehen, die man nur verbrennen kann. Die sind auch extrem fies. Okay, wir haben zwar keinen Inventarplatz. Pfeil. Oh, halt, da liegt noch ein Mac vor dem Spiegel rum. Ich muss sagen, ich habe auch die PS1-Version um so vieles länger gespielt als die GameCube-Version. Deswegen sind diese neuen Bereiche dann für mich auch teilweise ein bisschen Neuland und ich muss mich ein bisschen umschauen. Aber das macht die Sache noch ein bisschen interessanter, wenn ich auch nicht 100% alles weiß. Okay. Haben wir auf jeden Fall einen rumwanken da drüben. Wankt bitte nicht in meine Richtung. Und da ist die Statue, die wir runterwerfen können ins Esszimmer. So. Ich möchte gucken, dass ich den auf jeden Fall hier links liegen lass. What? Okay, da haben wir... Oh, da haben wir einen Dagger. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ausweichen. Mit Verteidigungsobjekten wie dem Dolch können sie vorübergehend ausweichen, wenn ein Gegner sie packt. Sie können jedoch nicht entkommen, wenn der Gegner sie von hinten packt. Um ein Verteidigungsobjekt auszurüsten, gehen sie zum Statusbildschirm und wählen sie ein Objekt im Menü Verteidigungsobjekte. Wählen sie dann den Befehl Ausrüsten. Ja, genau.
Verteidigungsobjekte. Auch eine Sache, die in der GameCube-Version erst eingeführt wurde. Lass mal ganz kurz reinschauen. Ah ja, genau, hier haben wir aktuell hier den Dagger. Wenn es wirklich mal brenzlig wird, wir fast keine Energie mehr haben und ich seit einer Weile nicht mehr gespeichert habe, dann ist das der Ausweg. Ist aber kein Ding, was ich ständig benutzen will. Also es ist manchmal einfach besser durchzutanken, uns hinzunehmen, ein paar Bisse abzukriegen. Wenn es einfach von der Energie her passt. Die Teile sind recht selten und können schon sehr hilfreich sein. Gut, meine erste Aufgabe ist hier erledigt. Jetzt überlege ich darüber. Ich gehe erstmal hier rein. Und befolge dann mal das, was ich gesagt habe und gehe wirklich mal auf die andere Seite. Okidoki. Oh, halt. Warum ist halt genau das gleiche wie damals schon 1996. Barry sagt, er geht da rein, du gehst da rein und Barry ist nicht da. Wo ist denn Barry hin? Barry hat sich in Luft aufgelöst, bis Barry will, dass du Barry siehst. Das ist die Geschichte von Barry. Und so wird sie auch hier weitergeschrieben. Also man hat die Charaktere der GameCube-Version zumindest nie wirklich rumlaufen sehen, sondern hat sie eben getroffen irgendwann. Bin gespannt, das wird hier wahrscheinlich ähnlich sein. Warte mal ganz kurz. So, da muss ich gucken, dass ich mir genug Platz mache, um reinzugehen. Das Ding dann rauszuschieben und dann an das Teil da oben ranzukommen. Ist auch keine Treppe mehr. Sondern hier ein Schränkchen. Gut, macht auch Sinn. Weil irgendwie, wer hat einfach mal so eine Treppe rumstehen? Also eine Karte von Erdgeschoss der Villa. Ja, auf jeden Fall nimmst du die mit. Okay, Schreibmaschinen sind eingezeichnet. Und es wird auch eingezeichnet, was wir vollständig durchsucht haben, was noch verbleibend ist. Ist ja jetzt alles nicht so unbedingt Neues. Schauen wir mal, hier sind... Ah, da ist ein Dagger drin, okay. Ja, dann nehme ich auf jeden Fall meine Dolch mit. Ich hatte nur im Kopf, dass hier doch... Ah ja, genau. Dass wir hier Besuch bekommen von einem. Shit. Er sieht pisst aus. Obwohl ich noch nicht mal was gemacht habe. Lass mich einfach gehen. Erst damit. Shit, aber die moderne Steuerung... In Kombination mit diesem Bildwechsel ist interessant. Wir brauchen den Schwertschlüssel. Okay. Frau am Brunnen. Ist nicht gelogen. Lass mal erstmal hier rausgehen. Und dann schauen, welchen Weg ich hier durchnehme. Was ist das hier? Helmsymbol. Kommt das eigentlich auf die Karte? Was? Nein. Okay. Das zeichnen sie uns natürlich nicht ein. Cool, das müssen wir uns einfach merken. Ich glaube, ich latsch mal hier rein. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe erstmal nur nach unten durchs Esszimmer und schau mal, ob ich das Piano-Rätsel lösen kann. Ich meine, das Wappen habe ich dabei. Also gucken wir mal, ob ich in die Tür reinkomme. Ich habe keine Ahnung, ob man dafür einen Schlüssel braucht hier oder ob sie das mit Dietrich irgendwie öffnen kann. Und dann geht es erstmal weiter, den goldenen Pfeil zu holen. Der ist auch ganz wichtig, um an die Schlüssel zu kommen, dass wir überhaupt in irgendeine Richtung mal gehen können, ohne ständig von verschlossenen Türen irgendwie eingeengt zu werden. Und ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal unseren ersten Kleincut rein. Auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr guten ersten Eindruck hier von der HD Remaster Edition. Sieht extrem nice aus, spielt sich gut, kann auf jeden Fall spaßig werden in den nächsten Teilen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar. Bis dahin, haut rein.